Oliver, danke für Ihre Zeit. Wir sind hier in Ihrem Büro und es ist mir aufgefallen, die Bücher sind alle Design Silber. Sie haben einerseits eine Werft und andererseits diese Silbermanufaktur. Und würde Sie gerne bitten, wer sind Sie? Was ist wichtig? Es ist bei mir eigentlich einfach Silber und Boote. Das darf kein Familienmitglied hören, die zähle ich auch dazu. Familie, Silbermanufaktur und Boote, das ist mein berufliches Leben. Aus meinem Empfinden machen beide Firmen genau dasselbe. Sie machen in reiner Handarbeit im 21. Jahrhundert in Deutschland, und das ist nun ein Land, das nicht gerade als Billiglohnland bekannt ist, aus wunderschönen Materialien, Silber hier oben, Holz da unten an der Hafenkante, wo die Werft liegt. Ja. Produkte, die so zeitlos und schön und elegant sind, dass man sie mit gutem Gewissen in die nächste Generation weitergeben kann. Also über allem steht eigentlich, in beiden Firmen steht oben drüber, wir müssen uns in allem ein bisschen mehr Mühe geben als die anderen. Und wir dürfen niemals irgendeiner vorübergehenden Mode folgen. Der stilistische Anspruch ist immer der, das sehen Sie an den beiden Bechern, aus denen wir hier Wasser trinken. Es muss zeitlos sein und natürlich schön. Sogar zustande gebracht, Formensprache aus dem Bootsbau zu übertragen oder hineinzunehmen in die Bestecke. Ich habe in meinem Kopf, in meinem beruflichen Kopf, diese beiden Themen. Und wenn wir ein neues Besteck auf den Markt bringen, dann habe ich in der anderen Hälfte meines Kopfes die Boote. Warum haben Sie das Gefühl, selbst sind Sie so weit gekommen? Haben Sie irgendwelche Leitlinien, die Sie befolgen? Ich bin ein bisschen fanatisch. Die Zielgruppe ist winzig klein. Und bei Booten gilt genau das Gleiche. Wir bauen sie eben nach alter Väter- oder Müttersitte mit dem Hobel in der Hand aus Holz. Und auch die müssen so zeitlos schön sein. Die Schiffe, diese Zwölfer, von denen ich sprach, von denen wir zwei vom Scratch noch richtig neu gebaut haben. Eigentlich verkaufen wir Emotionen. Der Kunde darf es, oder die Kundin darf ihren Kopf nicht ausschalten, aber wir müssen sie hier treffen. Man könnte das ja auch mit hartnäckig oder Ziel verfolgen. Die Auswirkung ist ja, dass Sie bleiben dran, Sie sind hartnäckig, Sie sind auch mutig. Wenn Sie sagen, ja, der Kunde muss die Freude empfinden und wir verkaufen Emotionen, dann geht es in Richtung Empathie. Ich möchte diese beiden Handwerkskünste erhalten und retten, die der Silberschmiedemeisterin und Meister und die der Bootsbaumeisterin und Bootsbaumeister. Ich möchte es selber hier herstellen, und zwar in reiner Handarbeit. Und das ist ganz schön mühsam. Und da die meisten, da alle wissen, dass es mühsam ist, gibt es auch nur noch wenige, die es tun. Ich will der Letzte sein. Ist mir nur ein Wort eingefallen, Sie sind ein Patron. Ja, so habe ich mich noch nie empfunden, aber ja, ich bin der Vater dieser beiden Firmen. Haben Sie persönlich eine Utopie oder Vision, wie die ideale Zukunft aussehen könnte für uns alle? Tja, also im Moment macht man sich die Welt nicht angucken und an die Zukunft denken. Ich sage mir rein geschäftlich für die beiden Firmen, es wird immer Menschen in der Welt geben, die es etwas schöner auf dem Tisch haben wollen. Und wenn man schon mit der Familie zusammensitzt oder mit Geschäftsfreunden oder wir beide gleich essen gehen, dann will man es schön haben und nicht irgendein billiges Stahlbesteck in der Hand haben. Sie haben sich mit Ihrer Tochter hier unterhalten und dann, also sicher ein großer Bestandteil in Ihrer Familie ist Respekt zueinander vorangehen. Ja. Das habe ich gesehen. Ja, ohne den geht es gar nicht. Weiter die schönen Gegenstände genießen können. Und ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ja, ich danke Ihnen.